Weiter. Also die Antwort ist auf jeden Fall keine. Hallo. Gleich ist der Marathon. Ich bin so aufgeregt. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich bin in der Nacht 6 Mal aufgewacht oder so. Aber um 11 Uhr bin ich durch. Ich freue mich so sehr auf 11 Uhr. Um 11 Uhr habe ich es einfach geschafft. Was mache ich hier eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, noch viel zu heiß. Ich habe auch gar keinen Hunger, aber ich muss irgendwas essen. Mache ich jetzt einfach mal ein Haul von meiner Starter-Tasche. Nennt man das? Keine Ahnung. Steht das hier drauf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich von meinem Teilnehmer-Shirt bekommen. Dann habe ich bekommen ein Red Bull, so ein Vitaminwasser, ein Deo. Noch ein Deo, Proteinriegel, NBC-Riegel, Taschentücher, Baby-Duschgel-Shampoo und 2 Pechkekse. Auf den Pechkeksen steht drauf, einmal You're nothing, you offer nothing, you do nothing and you want money for it. Und auf dem anderen steht drauf, don't take yourself too seriously, no one else does. Dann nehme ich mir ein Red Bull mit, dann das eine Deo, das Vitaminwasser. Andere Deo lasse ich hier. Taschentücher ist auch mit. Ja, ist nicht auch mit. Ja, und dann habe ich mir noch so eine Karte mitgenommen, damit ich weiß, wie lang laufen muss. Ich bin so aufgeregt. Ich kann das nicht essen. Ich hab's wirklich geschafft. Ich bin so glücklich. Ich bin gerade in der Fahrt. Ich hoffe, hier ist kein anderer. Aber mir antwortet auf jeden Fall keiner. Ich habe es irgendwie gar nicht geschafft, die letzten Tage irgendwas zu filmen. Und ich weiß auch nicht so richtig, was. Ich wollte halt nochmal dieses Barcelona-Video sehen. Aber, drehen. Aber ich komme da nicht so richtig zu. Ich könnte halt auch einfach weiter vloggen, aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Aber ich mach's einfach. Also, auf jeden Fall bin ich gerade in der Uni. Und frühstücke gleich erstmal. Es ist erst 10 vor 8. Und nachher werde ich das erstmal babysitten. Und ja, ich nehme mich mit. Nicht beim Babysitten. Ich will einmal kurz mein Essen, aber ich weiß, was ich noch berichten kann. Ich habe gar nichts vom Halbmarathon bisher erzählt. Und zwar, so die ersten 4 Kilometer waren super. Und ich bin auch echt schnell gelaufen. Das war vielleicht der Fehler. Dann die nächsten 4 Kilometer habe ich die ganze Zeit so geguckt, wo meine Eltern sind, weil die mich angefeuert haben. Und dann ab Kilometer 10 wird es richtig schlimm.
Und ich dachte, ich kann nicht, weil bei Kilometer 12 hätte ich fast aufgegeben. Aber dann hatte ich nochmal so Wasser und so ein Energy-Gel und dann und viele Leute, die mich angefeiert haben. Erstens am Rand und zweitens über WhatsApp. Und dann ging es irgendwann wieder. Ich habe mir so Quark mit Apfel und Chiasamen gemacht. Dann irgendwann bei Kilometer 16 dachte ich so, okay, noch 5. 5 Kilometer kann ich. Und dann bin ich gelaufen, dann noch 4, 3, 2, 1. Und die letzten 200 Meter waren so schlimm. Safe waren das keine 200 Meter, das waren locker 800 oder so. Das war richtig schlimm. Aber ich habe es geschafft. Und mein Knien geht super, alles top. Ja, jetzt werde ich essen und dann haben wir auch irgendwann ein Labor. Habe ich jemals gesagt, was ich studiere? Wenn nicht, dann ratet mal. Ich bin in Hamburg. Erstmal zu gestern. Wir hatten gestern Dinnerhopping. Also man wird so in Gruppen zugeteilt und es wird ausgelost, ob man Vorspeise, Hauptspeise oder Nachtisch macht. Und wir haben die Hauptspeise gezogen. Und das war richtig gut. Ich hoffe, wir gewinnen. Es hat echt viel Spaß gebracht und ich habe es mitgefällt. Ja, und jetzt haben wir Glück hier Sleepover. Also mit zwei von meinen besten Freundinnen machen wir Sleepover in Hamburg. Und ja, vielleicht schneide ich einen Vlog zu Sonntag. Ich habe eigentlich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe gar keinen Überblick, wie lang der ist, aber yes, ich bin müde. Ich bin vorhin noch im Gym und ja, es ist halt auch schon 8. Hallo. Hallo, hast du schon zu. Was hast du da? Kumpir, zusammengestellt mit Currysoße und gebratenem Gemüse. Ich habe ein Falafel drüben. Mein Döner. Yummy. Hallo. Guck, was für schönes Wetter wir haben. Es ist inzwischen Montag. Ich werde den Vlog gleich hochladen. Ich muss noch ein Thumbnail machen. Und es ist super warm, wir haben richtig schönes Wetter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt einen Einblick in meinen Marathon und ein bisschen was danach bekommen. Halbmarathon. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Oder zwei. Je nachdem, wann ich das nächste Mal einen Vlog hochlade. Nee, ich versuche schon nächsten Sonntag einen wieder fertig zu haben. Und genießt das Wetter. Ja.